Johann Horst, ich möchte Sie nochmal herzlich begrüßen und vielmals mich bedanken, dass Sie den Weg gestern auf und zu gekommen, auf sich genommen haben und gekommen sind hier nach München aus Bremen. Sie sind Jurist, Sie haben in Berlin und in Paris Jura studiert und an der Georgetown University in Washington D.C. Ihren Master gemacht in International Legal Studies. Und Sie sind jetzt seit 2010, seit 4 Jahren, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Andreas Fischer-Lescano an der Universität Bremen im Forschungsbereich Staatlichkeit und Wandel. Und Sie arbeiten dort unter anderem zum Verhältnis von Investitionsschutzrecht und Menschenrechten und zum transnationalen Finanzmarktrecht, außerdem zu allgemeinen Fragen des transnationalen Wirtschaftsrechts und der Rechtstheorie. Und haben jetzt im Auftrag von ATTAC München zusammen mit Professor Andreas Fischer-Lescano dieses Rechtsgutachten zum CETA mitverfasst. Dann möchte ich auch begrüßen Herrn Dr. Fritz Glunk, Publizist und Gründungsherausgeber des politischen Magazins Die Gazette und Herausgeber des Buches Das MAI oder die Herrschaft der Konzerne, erschienen im DTV-Verlag, und er ist Mitglied bei ATTAC in München. MAI übrigens ist das Multilateral Agreement on Investment. Das war in den 90er Jahren die große Debatte um ein Freihandelsabkommen. Und das wiederholt sich und liegt jetzt bei uns wieder auf dem Tisch in Form von TTIP und CETA. Deswegen sind wir ja wieder hier. Ich bin Andrea Behm, ich bin Juristin. Ich bin allerdings nicht im klassisch-juristischen Bereich tätig, sondern in der Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere im Bereich Rechtsstaatsentwicklung und Justizaufbau und ebenfalls Mitglied bei ATTAC München. Und jetzt würde ich das Wort an Herrn Fritz Glunk überreichen, um uns ein bisschen politisch auch einzustimmen, wie diese rechtliche Frage, die wir dann nachher genau hören, zu verstehen ist. Wir sind Augenzeugen einer schleichenden Selbstermächtigung der Europäischen Kommission. Die Kommission hat in den CETA-Verhandlungen mehrfach und erheblich die ihr eingeräumten Zuständigkeiten überschritten. Diese Selbstermächtigung ist auch mit Neben- oder Abrundungskompetenzen, wie sie im Lissabon-Vertrag unter Umständen vorgesehen sind, nicht von vornherein legitimiert. Das jetzt vorliegende Ergebnis des CETA-Vertrags ist daher an mehreren Stellen mit dem Primärrecht der Europäischen Union, den Europaverträgen, nicht vereinbar. Der CETA-Text ist nur der jüngste Beleg für die von der EU-Kommission seit Jahren betriebene Kompetenzerweiterung. Auch an anderen Maßnahmen, etwa der Datenschutzreform oder der Bankenabwicklung, sind strukturelle Verschiebungen im Kompetenzgefüge der EU zu beobachten. Die EU-Kommission versteht sich in dieser Überschreitung ihrer Kompetenzen ausdrücklich als Instrument der Exportförderung. Im CETA sind Umwelt- und Menschenrechte nicht ausreichend und schon gar nicht als vorgehendes Recht garantiert. Aus verfassungs- und europarechtlichen Gründen ist hier Widerspruch gefordert. Die Grundrechte stehen in der deutschen Verfassung und in der europäischen Grundrechtecharta. Dort steht nicht die Exportförderung. Auch wenn das Bundesverfassungsgericht anerkannt hat, dass möglicherweise, Zitat, eine politische Entwicklung stattfindet, die nicht in jedem Punkt vorhergesehen werden kann. Ende des Zitats, darf eine solche Entwicklung die Verbindlichkeit des EU-Rechts nicht aushöhlen und nicht zum Soft Law aufweichen. Vor gut 100 Jahren klagte Emile Zola in der Dreyfus-Affäre die Justizbehörden des Rechtsmissbrauchs an. In der Zeitung Aurore unter der Überschrift Ich klage an. Vergleiche sind immer gefährlich, aber hier und heute liegt ein tatsächlicher Anfangsverdacht auf Kompetenzüberschreitung vor und auf dem Tisch.
Ob er für ein erneutes J'accuse ausreicht, das werden Sie von der vierten Gewalt mitentscheiden. Wenn die Europäische Union ein Raum des Rechts bleiben soll, dann dürfen weder die Organe der EU noch die Staatsorgane der Bundesrepublik Deutschland diesem Vertrag zustimmen. Jetzt kommen wir von der politischen Einschätzung hin zu den rechtlichen Fragen und ich würde jetzt Herrn Johann Horst gerne das Wort erteilen. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und für die freundlichen Worte. Und vielen Dank für Ihr Interesse an dem Gutachten, was Herr Fischer-Descano und ich erstellt haben. Grundlage für dieses Gutachten ist der Ende August veröffentlichte Entwurf des CETA. Wir können ja nur begutachten, was wir kennen und das ist das, was wir dazu haben. Das Gutachten beschäftigt sich mit der rechtlichen Dimension des CETA. Die Diskussion über Freihandelsabkommen und auch über CETA und TTIP im Speziellen wurde ja bisher vor allem auch politisch geführt. Die vertragliche Absicherung des transnationalen Investitionsschutzes und des Freihandels hat aber auch eine spezifisch rechtliche Seite. Welchen Rahmen gibt also das Unionsrecht und das Grundgesetz für solche Freihandelsabkommen vor? Zu einigen Aspekten dieser spezifisch rechtlichen Dimension nimmt das Gutachten Stellung. Im Folgenden will ich Ihnen nun einen Überblick über die wesentlichen Ergebnisse des Gutachtens geben. Ich beschränke mich dabei zumindest weitgehend auf europarechtliche Aspekte und werde dazu drei Thesen entfalten. Erstens, die Schiedsgerichte verstoßen gegen den Grundsatz der Autonomie der Unionsrechtsordnung. Zweitens, das CETA bietet keinen hinreichenden Schutz von Menschen- und Umweltrechten. Drittens, die CETA-Ausschlüsse gefährden die demokratische Partizipation sowohl auf nationaler wie auch auf europäischer Ebene. Wenn wir uns die rechtliche Diskussion über das CETA anschauen, ging es ja weniger um diese genannten materiellrechtlichen Anforderungen, sondern vor allen Dingen um das Thema der Kompetenz. Also ob die Union alleine die Kompetenz zum Abschluss des CETA besitzt oder es ein gemischtes Abkommen geschlossen werden muss. Das Gutachten, das Franz C. Mayer im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums, glaube ich, erstellt hat, klärt hierzu eigentlich die wesentlichen Fragen. Beim CETA handelt es sich in weiten Teilen um ein gemischtes Abkommen. Das heißt, die Europäische Union hat nicht die alleinige ausschließliche Kompetenz zum Abschluss eines solchen Abkommens. Ich will mich daher auf eine Darstellung der materiellen Anforderungen beschränken. Was ist der rechtliche Rahmen des Unionsrechts für das CETA-Abkommen? Die materiellen Anforderungen des EU-Rechts ergeben sich hier insbesondere aus dem Artikel 205 des AEUV. Das heißt vor allem, die Union wird im Rahmen der gemeinsamen Handelspolitik auf die Grundsätze und Ziele des auswärtigen Handelns der Union verpflichtet. Die sind in Artikel 21 des EUV, also des Europäischen Unionsvertrags, aufgeführt. Hiernach ist die EU in ihrem Handeln auf internationaler Ebene unter anderem auf Demokratie, auf Rechtsstaatlichkeit, die universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit der Menschenrechte sowie die Grundsätze des Völkerrechts verpflichtet. Außerdem auch auf nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz. Diese Bezugnahme in Artikel 205 des AEUV, also des Europäischen Primärrechts, ist keine bloße Absichtserklärung, sondern sie stellt nach einhelliger Meinung eine verbindliche Verpflichtung der EU dar, die auch justiziabel ist. Das heißt, es gibt eindeutige, konkrete, materielle Vorgaben des Unionsrechts für die Ausgestaltung des CETAs. Und das gilt es auch in aller Deutlichkeit in Erinnerung zu rufen, wenn wir über das CETA reden. Es ist unstreitig, dass die Union diesen verbindlichen rechtlichen Anforderungen unterliegt. Umstritten kann deshalb von vornherein nur sein, wie weit diese Anforderungen in Bezug auf einzelne Vertragsgegenstände im Einzelnen reichen. Insbesondere in Bezug auf die im CETA vorgesehenen Staat-Investor-Schiedsverfahren ist allerdings fraglich, ob die Anforderungen des Unionsrechts gewahrt sind.
Und das führt mich nun zu meinem ersten Punkt. Gemessen an den eben skizzierten Voraussetzungen des Unionsrechts verstoßen die Schiedsklauseln des CETA gegen den vom EuGH mehrfach betonten Grundsatz der Autonomie der Unionsrechtsordnung. Diesen Grundsatz, der Grundsatz der Autonomie der Unionsrechtsordnung, hat der EuGH in einer ganzen Reihe von Gutachten entwickelt. Kernaussage des EuGH ist hier, ich vereinfache das vielleicht ein bisschen, es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass sich die EU einer externen Gerichtsbarkeit unterwirft. Das ist möglich, grundsätzlich. Hierfür gibt es aber enge Grenzen. Das heißt vor allem, das Monopol des EuGH für die Auslegung des Unionsrechts und die Feststellung der Rechtmäßigkeit von Handlungen der Unionsorgane darf nicht unterlaufen werden. Genau dies tun aber nun die Investitionsschiedsgerichte des CETA. Denn die Schiedsgerichte überprüfen faktisch auch Handlungen der Unionsorgane. Zudem können Entscheidungen eines Schiedsgerichts einen faktisch unionsrechtswidrigen Zustand herbeiführen. Das ist vorhersehbar. Der Grundsatz der Autonomie der Unionsrechtsordnung wäre deshalb wohl nur dann gewahrt, wenn die Schiedsgerichte uneingeschränkt in das sogenannte Vorlageverfahren nach Artikel 267 AEUV eingebunden werden. Denn nur sofern das der Fall ist, kann sichergestellt werden, dass dem EuGH einerseits die Auslegungskompetenz in Bezug auf das Unionsrecht verbleibt und es andererseits nicht zu Widersprüchen zwischen den Schiedsentscheidungen mit dem Unionsrecht kommt. Die Schiedsverfahren des CETA sind in der derzeitigen Fassung deshalb mit dem Grundsatz der Autonomie der Unionsrechtsordnung wohl nicht mehr vereinbar und damit europarechtswidrig. Problematisch ist zudem, und das führt mich nun zu meinem zweiten Punkt, den ich hier erörtern will, die Beachtung der Menschen- und Umweltrechte in den Schiedsverfahren, aber auch über die Schiedsverfahren hinaus. Die Schiedsklauseln des CETA können hier insbesondere die Rechte Dritter, nicht am Verfahren beteiligter Personen, beeinträchtigen. Dieses Problem betrifft nun keinen Einzelfall. Es handelt sich hierbei um ein grundsätzliches oder man könnte auch sagen strukturelles Problem des Investitionsschutzrechts. Und das ist auch nicht neu, sondern das wird unter dem Stichwort Investitionsschutz und Menschenrechte seit Jahren diskutiert. Die Rechte nicht am Verfahren beteiligter Dritter finden nämlich in materieller Hinsicht keine Berücksichtigung, weil die Schiedstribunale nicht hinreichend auf den materiellen Gewährleistungsgehalt dieser Rechte verpflichtet sind, etwa in Form einer strikten allgemeinen Menschenrechtsklausel. In verfahrensrechtlicher Hinsicht schlägt sich das dann darin nieder, dass Dritte nicht am Verfahren beteiligt werden, außerhalb von sogenannten Amicus-Briefs, was aber quasi keine Einflussmöglichkeit auf das Verfahren bietet. Vor diesem Hintergrund droht der Schiedsmechanismus des CETA, den durch das Unionsrecht oder EU-Recht garantierten Gewährleistungsgehalt der Menschenrechte in Bezug auf Dritte, die nicht am Verfahren beteiligt sind, zu unterlaufen. Denn das CETA verpflichtet die Schiedsgerichte nicht ausdrücklich auf die Wahrung dieser Rechte. Eine dahingegen strikte Menschenrechtsklausel enthält das CETA nicht. Auch eine Verpflichtung, wie sie etwa Artikel 1 des EU-Abkommens mit Peru enthält, sucht man im CETA vergeblich. Das heißt, der Schutz menschenrechtlicher Standards in den Schiedsverfahren des CETA ist derzeit nicht hinreichend gewährleistet. Das gilt insbesondere auch, und das will ich hier nochmal hervorheben, für das in Artikel 47 Grundrechtecharta verankerte Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf. Schon in der Kadi-Entscheidung, also dieser Entscheidung des EuGH, hat der EuGH festgestellt, dass das Recht auf rechtliches Gehör nicht durch eine völkerrechtliche Vereinbarung unterlaufen werden darf. Darüber hinaus ist in genereller und nicht nur auf den Investitionsschutz bezogenen Weise fraglich, ob im Einzelnen das CETA den völker- und unionsrechtlichen verankerten Sozialstandards sowie Gesundheits- und Umweltstandards hinreichend Rechnung trägt. Das ist vor allen Dingen darauf zurückzuführen, dass das CETA eben keine allgemein strikte Klausel zum Schutz von Individual- und Allgemeingütern enthält. Ob das CETA ohne eine solche Klausel noch als europarechtskonform eingestuft werden kann, ist äußerst zweifelhaft. So ein weiteres Problem, und damit komme ich zu meinem dritten und auch letzten Punkt, ist die Frage, ob das CETA demokratischen und rechtsstaatlichen Anforderungen genügt.
Das CETA ist in dieser Hinsicht vor allen Dingen auch deshalb problematisch, weil es unbestimmte Investitionsschutzbegriffe und Liberalisierungsvorgaben mit einem administrativen Unterbau verbindet, der verschiedene Regulierungsausschüsse vorsieht, an deren Spitze das sogenannte CETA Joint Committee steht. Diese Ausschüsse, denen eine ganze Zahl von Kompetenzen zukommen, werden nach dem derzeitigen Text des CETA, nur den können wir ja begutachten, wie gesagt, diese Ausschüsse werden besetzt mit Vertretern der Union auf der einen Seite und Kanadas auf der anderen Seite. Hier ist deshalb bisher völlig unklar, wie auf EU-rechtlicher Ebene die Partizipation des Parlaments etwa an der Arbeit der Ausschüsse sichergestellt werden soll. Eine Parallele dazu gibt es auf verfassungsrechtlicher Ebene. Wie ist auf verfassungsrechtlicher Ebene die Partizipation der Mitgliedstaaten gesichert? Denn es handelt sich um ein gemischtes Abkommen, insofern die Ausschüsse mit Sachmaterien beschäftigt sind, die in die Kompetenz der Mitgliedstaaten fallen, ist fraglich, wie sie dann an Entscheidungen, die Ausschüsse fällen, beteiligt sind. Der Abschluss eines völkerrechtlichen Abkommens darf jedenfalls nicht dazu führen, dass mit den Ausschüssen ein Instrument geschaffen wird, das Entscheidungen mit weitreichenden Folgen treffen kann, die keine Rückbindung mehr an die EU-rechtlichen und mitgliedstaatlichen demokratischen Verfahren aufweisen. Zusammenfassend, und damit komme ich zum Ende meiner Ausführung, ist festzuhalten, dass erhebliche rechtliche Bedenken gegen das CETA in der derzeitigen Fassung bestehen. Das heißt, unserer Meinung nach, dass sowohl der EuGH als auch das Bundesverfassungsgericht das CETA wohl nur dann akzeptieren werden, wenn es erheblich nachgebessert wird. Das Gutachten zeigt dann auch rechtliche Wege auf, wie eine solche gerichtliche Klärung eventuell erreicht werden könnte, wenn der Wille da ist, diese Klagen anzustrengen. Klar ist aber auch, dass die Union grundsätzlich zum Abschluss von Freihandelsabkommen und Investitionsschutzabkommen berechtigt ist. Aus rechtlicher Sicht geht es also nicht um die Verhinderung derartiger Abkommen, sondern es geht um die rechtliche Ausgestaltung derselben. Ebenso wenig sollte das Gutachten und die eben getätigten Ausführungen als europaskeptisch missverstanden werden. Das CETA wirft hier sicherlich grundlegende Fragen nach der sozialen, nach der nachhaltigen und nach der menschenrechtlichen Gestaltung globaler Prozesse auf. Das ist klar. Die Antworten auf diese Frage dürfen aber nicht voreilig in der Verteidigung nationaler Hoheitsrechte zu suchen sein, sondern eher in der Entfaltung und Nutzung demokratischer und partizipatorischer Mechanismen auf den verschiedenen Ebenen globaler Normsetzung. In diesem Sinne bietet gerade auch das Europarecht mit seinen verbindlichen rechtlichen Verpflichtungen auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Multilateralismus und Menschenrechte, Umwelt- und Sozialstandards ein wichtiges Instrument zur Ausgestaltung dieser Prozesse. Ich danke. Danke. Vielen Dank. Herr Dr. Fritz Klum, darf ich Sie bitten, jetzt dieses Gutachten zu verteilen? Ich kann dieses Gutachten verteilen. Darf genau. Ich vorher noch eine kleine Frage stellen? Angenommen, ein Gericht käme, unbeachtlich in welcher Instanz, zu dem Ergebnis, dass die Schiedsverfahren, wie sie jetzt geregelt sind, nicht rechtskräftig sein dürfen, rechtswidrig sind. Was passiert, wenn jemand, was öfters geschieht, darauf hinweist, dass diese Schiedsverfahren in 130 oder 3000 verschiedenen Investitionsschutzabkommen bereits überall seit Jahrzehnten drinstehen? Würden wir dann sagen müssen, dass auch in all diesen Abkommen Schiedsverfahrensregelungen, soweit sie diesem hier widersprechen, rechtswidrig sind? Ich glaube, hierzu drei Punkte vielleicht. Erstens, sagen sowohl das Bundesverfassungsgericht als auch der EuGH hatten sich mit dieser Frage noch nie zu beschäftigen. Fakt ist, es gibt, Deutschland ist sozusagen quasi der Erfinder von bilateralen Investitionsschutzabkommen, die auch die Staat-Investor-Schiedsverfahren teilweise zumindest beinhalten. Aber es gibt weder vom EuGH noch vom Bundesverfassungsgericht eine explizite Auseinandersetzung damit, ob dies verfassungsrechtlich oder europarechtlich zulässig ist oder nicht. Dieser sozusagen, man kann da nur Prognosen anstellen. Ich denke, es ist klar, dass nicht jede Form von Staat-Investor-Schiedsverfahren
auch verfassungswidrig oder europarechtswidrig sein, sondern es geht darum, die Grenzen auszuloten, in welchem Rahmen das möglich ist. Und die Grenzen sind, sind im Verfassungsrecht, vielleicht insbesondere Artikel 92, in europarechtlicher Hinsicht vor allen Dingen auch dieser eben beschriebene Grundsatz der Autonomie der Unionsrechtsordnung. Dann ein zweites Problem ist, dass mit dem Lissabon-Vertrag, ja, Artikel 207 eingeführt wurde, der die Kompetenz in Bezug auf ausländische Direktinvestitionen der EU übereignet. Vorher hatte die EU diese Kompetenz nicht und die Mitgliedstaaten haben ihre eigenen Investitionsschutzabkommen getroffen. Nun ist ja höchst umstritten, in was ausländische Direktinvestitionen sind. Die herrschende Meinung sagt, ausländische Direktinvestitionen, also die ganz herrschende Meinung sagt, ausländische Direktinvestitionen sind nur solche, die auf Unternehmensbeteiligung und so weiter gerichtet sind und nicht sogenannte Portfolio-Investitionen, für die nach ganz herrschender Meinung jedenfalls die Kompetenz bei den Mitgliedstaaten verbleibt. Es gibt allerdings diese ganzen Abkommen. Jetzt ist natürlich fraglich, wenn sich jetzt herausstellen sollte, dass es zum Beispiel in Bezug auf das CETA ganz bestimmte Vorgaben gemacht werden für den Investitionsschutz, muss man natürlich überlegen, was ist mit den Altverträgen? Verstoßen die etwa eventuell gegen Unionsrecht? Es gibt da, ich will mich da, will da jetzt nichts Falsches sagen, aber es gibt da Vorgaben, die einstweilen zumindest das Fortbestehen dieser bilateralen Investitionsschutzverträge der einzelnen Mitgliedstaaten ermöglichen. Aber das sind offene Rechtsfragen. Genau, jetzt werden wir das gute Stück mal verteilen. Das Objekt der Begierde. Vielleicht nebenbei dann noch mitgeteilt, dass es ATTAC in diesem Fall wichtig war, einfach mal die Diskussion über CETA. Vielleicht können Sie ja schon währenddessen. Sie sind die Ersten, die das überhaupt in die Hand kriegen. Also, was ist denn jetzt die Nachricht des Ganzen? Bitte? Was ist denn jetzt eigentlich die Nachricht? Was wollen Sie denn jetzt tun? Oder wollen Sie, ist das, bisher ist es eine Analyse, die mich sehr interessiert. Genau. Wollen Sie denn jetzt auch genau. Als Unternehmen? Gibt es da irgendwelche. Also, ATTAC versteht sich ja eher als Netzwerk zur politischen Mobilisierung. Ja. Und wir sehen jetzt diesen Auftrag an die Universität Bremen zur Erstellung eines Rechtsgutachtens Teil unserer politischen Arbeit. Aber wir wollen sozusagen schon die Zielrichtung und die Stoßrichtung dieser Arbeit öffnen, auch in die juristischen Bereiche, weil es zeichnet sich ab jetzt nach dieser Veranstaltung vor 4 Wochen in Kanada, wo ja offiziell die Vertragsverhandlungen für abgeschlossen erklärt worden sind, dass jetzt nach einem Legal Scrubbing, nach einer Rechtsprüfung, einer Übersetzungsphase, jetzt das tatsächlich in die Entscheidungsgremien kommt. Das heißt, es wird jetzt wirklich virulent, und zwar nicht nur in Bezug auf CETA, sondern in Bezug eben auch auf die TTIP-Verhandlungen. Und da hat sich ATTAC gefragt, was können wir weiter stimulieren, eben auch um potenzielle Rechtsmittel für die jeweiligen Organe, ob das nun der Bundestag ist oder Bundestagsfraktionen, oder das Europäische Parlament, wie auch immer, wie können wir die sozusagen auch aufmerksam machen, wenn jetzt vielleicht ein Ratsbeschluss bald kommt, das wäre dann sozusagen der Verwaltungsakt, der angreifbar wäre, was zu tun wäre, wenn unsere eigene politische Mobilisierung nicht reichen sollte. Das ist sozusagen der Hintergrund, warum das Gutachten in Auftrag gegeben worden ist. Aber ich möchte jetzt nicht weiter politische Stellungnahmen geben, sondern ich würde nochmal den Bereich öffnen für Rechtsfragen, Verständnisfragen. Und genau, zu den potenziellen Rechtsmitteln würde ich noch kommen. Was wären jetzt und was kann man damit jetzt tun sozusagen und wer kann was tun? Vielleicht können Sie das. Sind Sie gefragt? Ja, also sind natürlich eine unterschiedliche Bandbreite von Möglichkeiten, das vor die Nationalen, also vor das Verfassungsgericht auf der einen Seite und vor dem EuGH auf der anderen Seite zu bringen. Durch wen? Bitte? Durch wen? Das hängt von den einzelnen Verfahren ab. Es gibt das sogenannte Gutachtenverfahren, das in Artikel 218 AIUV vorgesehen ist, was vom Europäischen Parlament oder von einem Mitgliedstaat angestrengt werden kann, wo der EuGH dann begutachten würde, ob das CETA-Abkommen mit dem EU-Recht vereinbar wäre. Dann gibt es die Nichtigkeitsfrage in Artikel 263, die Mitgliedstaaten, aber auch dem Parlament zugänglich wäre.
als Abwandlung gewissermaßen dieser Nichtigkeitsklage gibt es die Subsidiaritätsklage, die im deutschen Recht dann von der Bundesregierung auch dann eingereicht werden müsste, wenn etwa der Bundesrat sich dazu entschließt, gegen das CETA zu klagen. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit des Organstreitverfahrens im Verfassungsrecht, also vor dem Bundesverfassungsgericht, und eventuell dann auch die Möglichkeit der Verfassungsbeschwerde vor dem Hintergrund des Lissabon-Urteils und im Rahmen oder danach auch immer wieder bestätigt, dass das Bundesverfassungsgericht Artikel 38 des Grundgesetzes sozusagen so auslegt, dass einzelne Personen individuell betroffen sein können, wenn bestimmte Kompetenzübertragungen das Wahlrecht ausfüllen. Das wäre auch ein weiterer Weg, ist natürlich sozusagen, da ist die Hürde wesentlich höher, als es jetzt im Gutachtenverfahren zum Beispiel wäre. Also müsste die Bundesregierung tätig werden, weil es an relativ unwahrscheinlich ist, dass eine Einzelperson war. Also wir hatten ja jetzt schon von 300 individuellen Bürgern und Bürgerinnen eine Verfassungsbeschwerde vor Karlsruhe, das wurde abgelehnt mit dem Hinweis, wir haben noch gar keinen Rechtsakt, der dich unmittelbar, lieber Bürger, liebe Bürgerin, in deinen Rechten oder verletzen könnte. Bitte warte erst noch. Allerdings, das ist unser Ansatz, wollen wir herausstellen, dass durch diese Handelsabkommen ja sozusagen systemisch über die kommunale Selbstverwaltung, über die Verletzung von Umweltrechten, über die Regulierungsräte, über die Ausschüsse systemisch und zum Teil gar nicht individuell fassbar in Rechte eingegriffen wird. Und vermutlich wird sich dann die rechtliche Auseinandersetzung tatsächlich auf einer Ebene darüber, nämlich im Bundestag oder bei den Bundestagsfraktionen oder im Europäischen Parlament zum EuGH abspielen werden. Ja. Ja, wenn Sie sagen, die EU, ihre Kompetenzen, haben Sie ja vorhin angeleitet, überschreitet massiv die Kompetenzen. Wie werten Sie das denn? Ist das die Selbstherrlichkeit des Apparates oder sind das wirtschaftliche, ein wirtschaftliches Dickicht, was man nicht durchdringen kann? Was ist jetzt da Ihre persönliche oder von Ihnen dreien? Was ist der Grund dafür? Kann ich da was sagen? Abgesehen von dem allgemeinen Grundsatz, dass jede Organisation versucht, ihre Macht zu erweitern, wird dem Bestreben der EU-Kommission, ihre Zuständigkeiten zu erweitern, insofern Rechnung getragen, als, darauf hat mich Dr. Merck hingewiesen, als es bestimmte Artikel in AEUV gibt, die das unter Umständen ermöglichen. Man nennt sowas Abrundungskompetenzen oder Annexkompetenzen. Die sind prinzipiell möglich. Und da wird auch noch nicht von einem Überschreiten oder einer Selbstermächtigung der EU-Kommission die Rede sein können. Ich bin jetzt zu wenig Jurist, um Ihnen nachzuweisen, an welchen Stellen das wirklich der Fall ist. Es gibt eine Verfassungsklage von dem Professor Kerber, der genau in diese Wortspiele treiben, diese Kerbe schlägt. Und diese Klage beim Bundesverfassungsgericht ist noch anhängig. Der führt die ganzen Gründe auf, speziell was die Bankenregelung betrifft. Hier sind Regelungsmechanismen und Beaufsichtigungsmechanismen geplant, die nicht in die Zuständigkeit der Kommission fallen. Im Gespräch mit Professor Flessner bin ich auch darauf gekommen, dass die EU-Kommission im CETA-Vertrag sich mit Fragen des Steuerrechts befasst, wobei das Steuerrecht ganz ausdrücklich nicht zu den Zuständigkeiten der EU-Kommission gehört. Also, ohne jetzt in die Details einzusteigen, es gibt hier mehrere Stellen, an denen beobachtet werden kann, wie Kompetenzen über die sogenannten Annex- und Abrundungskompetenzen hinaus erweitert worden sind. Und hier
fängt die Bedenklichkeit und die Fragwürdigkeit an, inwieweit das noch mit dem Primärrecht der Europäischen Union vereinbar ist. Und das Kraken-Syndrom, oder wie? Wie bitte? Das Kraken-Syndrom. Ja, ich versuche möglichst wenig mit Metaphern heute zu arbeiten, weil ich es hier mit Experten zu tun habe, aber ich würde Ihnen nicht widersprechen bei der Metapher. Wenn man ein Beispiel nennen, wo sich die Kompetenzfrage ja sozusagen zumindest derzeit sozusagen sehr darauf konzentriert hat, ist die Frage, dürfen im CETA umfassende investitionsschutzrechtliche Regelungen drinstehen als ausschließliche EU-Kompetenz? Und da ist sozusagen die Frage, was ausländische Direktinvestitionen sind. Und es ist sozusagen selbst diejenigen, die von einer ausschließlichen Kompetenz der EU ausgehen, sagen, zumindest nach Artikel 207 AEUV fallen Portfolio-Investitionen nicht unter den Begriff der ausländischen Direktinvestitionen. Das hat historische Gründe. Das ist relativ eindeutig eigentlich so. Da kommt man mit diesem Wortlaut kommt man nicht hinweg. Sondern dann wird überlegt, ob es außerhalb der gemeinsamen Handelspolitik sogenannte implizite, konkurrierende Außenkompetenzen sich ergeben. Und das wäre hier sozusagen die Kapitalverkehrsfreiheit. Das wird hier insbesondere vertreten, Artikel 63 AEUV. Und hier, daran entspinnt sich jetzt der Streit, gibt es eine solche Kompetenz, gibt es eine solche Kompetenz nicht. Es gibt meiner Meinung nach historische, systematische, teleologische Argumente, warum das nicht der Fall ist. Sagen, ein Beispiel ist halt nur, dass vor dem Lissabon-Vertrag, vor der Änderung des Artikel 207 AEUV, war völlig klar, dass die Mitgliedstaaten ihre eigenen Investitionsschutzabkommen hier abschließen. Haben sie getan. Wenn jetzt in Artikel 207 AEUV dann die Kompetenz in Bezug auf ausländische Direktinvestitionen an die EU übertragen wird, dann leuchtet es mir nicht ein, warum sie jetzt auch auf einmal die Kompetenz in Bezug auf Portfolioinvestitionen haben soll, wo doch vorher völlig klar war, dass die Mitgliedstaaten haben diese Abkommen halt geschlossen. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt noch systematische Argumente, zum Beispiel, dass diese Übertragung oder diese Anerkennung von impliziten Außenkompetenzen außerhalb der dafür gesehenen Rechtsnormen, das ist in diesem Fall Artikel 216 AEUV, dazu führt, dass der Maßstab für solche impliziten Außenkompetenzen, die man ja im Einzelfall durchaus befürworten kann, weil sie sinnvoll sind, aber der Maßstab wird unterlaufen. Zum Beispiel fordert Artikel 216 AEUV eine Erforderlichkeit einer europarechtlichen Maßnahme, wo sich auch so ein bisschen das Prinzip der begrenzten Einflussermächtigung widerspiegelt. Und diese in Artikel 216, der übrigens auch durch den Lissabon-Vertrag eingefügt wurde, diese Anforderungen des Artikel 216 würden dann natürlich auch gegebenenfalls unterlaufen, wenn man außerhalb des Artikel 216 noch weitere Kompetenzen anerkennen würde. Herr Haus, könnten Sie noch mal genauer beschreiben, was es mit diesem Joint Committee auf sich hat, wie es sich zusammensetzt, wie groß es ist, wie viele Personen daran teilnehmen, welchen Einfluss die Nationalstaaten darauf haben. Also die EU zum Beispiel, wie diese Kommission zusammengesetzt ist. Und anschließend auch, Sie haben von mehreren Ausschüssen gesprochen. Dies ist ja nur einer. Ja, das kann ich leider nur sehr begrenzt, weil ich es aus den Verträgen nicht sehen kann. Sondern in dem CETA ist vorgesehen, dass es dieses Joint Committee als der Oberausschuss gewissermaßen gegründet wird, der mit Vertretern der EU und mit Vertretern Kanadas besetzt wird. Über die Anzahl ist wenig, wird nichts gesagt. Und hinzu kommt noch, dass sich diese Ausschüsse jeweils ihre eigene Verfahrensordnung geben. Die kenne ich natürlich nicht, weil es diese Ausschüsse noch nicht gibt. Dann ist es sozusagen zum Grundaufbau dieser Ausschüsse. Es gibt für eine ganze Reihe von Spezialgebieten, gibt es halt einzelne Ausschüsse, die in Bezug auf Teilbereiche des CETA mit Kompetenzen ausgestattet sind. Zur Fortentwicklung des CETAs oder einzelner Klauseln des CETAs
oder zur Änderung der Annexe des CETA, also wo dann so Einzelregelungen drinstehen. Und vielleicht ein Beispiel zu nennen, der Ausschuss, der zuständig ist für den Bereich des Investitionsschutzrechts, der kann verbindliche Auslegungen in Bezug auf das Investitionsschutzkapitel treffen, was natürlich nicht ganz unbedeutend ist. Das heißt natürlich einerseits, dass der Union und Kanada möglicher Einfluss gegeben wird darauf, wie Schiedsgerichte arbeiten. Sozusagen damit wird das sozusagen auch erklärt. Auf der anderen Seite heißt es natürlich, dass da Auslegungsregeln getroffen wird, wo völlig unklar ist, wie dann das rückgebunden wird im Einzelnen an das Europäische Parlament und die Nationalstaaten. Verstehe ich das richtig, dass der Ausschuss benannt wird von der EU-Kommission? Das steht da nicht drin, also das kann ich Ihnen nicht sagen, das heißt, wie genau sich der dann zusammensetzt. Also er besteht aus Exekutivorganen der EU, also von Exekutivvertretern der EU. Exekutivvertreter der Mitgliedstaaten sind nicht vorgesehen. Also dann ist es die Kommission jetzt. Darf ich da eine Frage nachschieben? In seinem Sinne hoffentlich. Ist ebenso unklar und nicht aus dem Vertrag erkennbar, was die Aufgabe dieses Komitees insgesamt ist? Nö, das ist, man wird sich sozusagen im Einzelfall, ist man sich vielleicht nicht sicher, wie weit dann die Kompetenzen reichen. Das ist zum Beispiel bei Auslegung, ist das immer die Frage, was ist Vertragsvorbildung, was ist Auslegung? Da gibt es ja schon zwischen der Union und den Nationalstaaten oft unterschiedliche Auffassungen. Das Bundesverfassungsgericht hat da vielleicht eine engere Auffassung als der EuGH in Bezug auf Kompetenzen. Und das ist im Einzelfall natürlich dann nicht so vorhersehbar. Aber es gibt eine Auflistung von Kompetenzen und die sind im Einzelnen sind sie, wenn es zum Beispiel um die Fortbildung der CETA geht oder Änderungen am CETA, ist vielleicht nicht immer ganz genau absehbar, wie weit diese reichen. Aber so grundsätzlich würde ich das vielleicht nicht sagen. Was ich zum Investitionsschutzkapitel gesagt habe und Staat-Investor-Schiedsverfahren gilt in der Tat, wie die Nächsten mich darauf hingewiesen haben, nochmal für den ganzen Bereich der Finanzdienstleistungen auch. Und es ist ein sehr weiter Bereich, ist auch, sagen wir mal, ein regulatorisch sehr volatiler Bereich, wie man sozusagen im Zuge da gibt es halt sehr viel Regulierungsvorhaben momentan auch innerhalb der EU und gab es in den letzten Jahren. Es gibt sehr viele Insolvenzverfahren und so weiter und da ist halt völlig offen, wie sich dann das auswirkt, wenn einzelne dieser Vorhaben angegriffen werden können vor einem Staat-Investor-Schiedsverfahren, weil da hat man auch noch nicht so viel Erfahrung, weil die in den meisten bilateralen Investitionsschutzverträgen eben nicht vorgesehen sind. Das ist eine sehr starke Ausweitung. Sie schreiben unter der Nummer 4 in Ihrer Zusammenfassung, dass CETA beeinträchtigt durch die Negativliste, die Ratchet Clause, die weitgehende Marktöffnung auch im Bereich kommunaler Dienstleistungen und dergleichen. Vielleicht können Sie uns das ein bisschen diesen Punkt erläutern, aber was ist eine Negativliste und was ist diese Klausel? Ja, also die Negativliste ist eigentlich ist das Gegenteil von einer Positivliste. Also sozusagen, man hat oft wenn man jetzt einen völkerrechtlichen Vertrag aushandelt mit seiner Vertragspartnerin, seinem Vertragspartner, überlegt man sich, welche Bereiche sollen umfasst werden von dem Vertrag. Das wäre dann eine Positivliste. Wir machen das, Finanzdienstleistungen, schreiben wir rein und so weiter. Alles andere, was nicht explizit genannt ist, fällt nicht runter. Die Negativliste geht genau den umgekehrten Weg. Alles andere, was nicht explizit als Ausnahme genannt ist, fällt unter das CETA-Abkommen, was in der Regel sozusagen natürlich den Anwendungsbereich erweitert. Und dann zur Ratchet-Klausel, das ist einfach, Herr Fischer-Descano spricht von einem Sperrklinken-Effekt. Das heißt, dass nur noch solche
Maßnahmen zulässig sind, die eine weitergehende Liberalisierung nicht verhindern. Das heißt, Formen von Rekommunalisierung und so weiter wären dann schwerer möglich, sozusagen, aber sozusagen, sozusagen die weitergehende Liberalisierung ist immer möglich. Nur wenn man das einmal macht, kann man nicht mehr zurück dahinter, hinter diesen Standard. Heißt das jetzt konkret für Kommunen? Wie meinen Sie sozusagen in Bezug auf einzelne Sachbereiche oder also ganz unterschiedliche Auswirkungen, glaube ich. Also wenn bereits mal eine Privatisierung stattgefunden hat, also man hat immer klassisch das Wasser genommen, dann kann es nicht wieder zurück in die kommunalen Hände zurückgeführt werden. Das ist sozusagen eine Sperrklinkenfunktion. Ist es einmal privatisiert, dann gibt es ein Ratchet, dann bleibt es auf dem Niveau stehen. Es kann dann nicht wieder zurück in kommunale Hände gegeben werden. Verstehe ich jetzt nicht dran. Also wenn kein Afrika Investor kommt und die Wasserwerke von München kauft, dann fehlt, dann kann man das nur mal rückgängig machen. Nie wieder zurückgenommen werden. Genau. So ist das. Jawohl. Ja. Muss das weitgehende Marktöffnung? Oh, das ist ein weites Feld. Ja, also ich glaube, das ist jetzt mal eins, also ist zum Beispiel dass die Erbringung von Dienstleistungen. Es gibt dafür Ausnahmen für kommunale Erbringung von Dienstleistungen, die dann als Monopol oder als staatseigenes Unternehmen erbracht werden müssen, zum Beispiel. Und es gibt, ich bin jetzt kein Kommunalrechtler, aber es gibt eine Reihe von Formen der Erbringung von Dienstleistungen, die nicht unter einer dieser beiden Kategorien fällt und dann deshalb vom Anwendungsbereich des CETA erfasst werden würde. Es gibt hierzu eine ausführlichere Studie, und vielleicht die mehr dazu sagen kann, als ich Ihnen sagen kann. Das heißt TTIP vor Ort, von Kampakt, glaube ich, im Internet. Die sozusagen auch in Bezug auf CETA da einige Beispiele aufnimmt. Vielleicht nochmal eine dumme Frage, aber weil der Kollege gerade gesagt hat, nur wenn ein kanadisches Unternehmen die Stadtwerke kauft, zum Beispiel, bezieht sich das alles nur, muss immer Kanada mit einzubeziehen sein. Also, wenn jetzt, Sie haben jetzt gerade gesprochen von bestimmten Formen, die nicht unter Monopolstellung oder staatlich fallen, müssen die dann sozusagen geändert werden oder immer nur, wenn irgendwie ein kanadischer Investor auftritt? Also gilt diese Marktöffnungsregelung einfach für alles oder ist es, muss es immer... Die gilt nur für Kanada, nur für kanadische Unternehmen. Wobei natürlich sozusagen, was im Einzelfall ein kanadisches Unternehmen ist, und ich glaube, das wird Herr Flessner vielleicht noch besser sagen können, das ist natürlich sozusagen sehr streitig im Investitionsschutzrecht, das unter dem Begriff des sogenannten Forum Shopping diskutiert. Gibt es unterschiedliche Auffassungen, wann genau ein Unternehmen dann tatsächlich ein kanadisches ist, ob sozusagen eine Ausgründung dann reicht, sozusagen ein deutsches Unternehmen dann eine Tochterfirma in Kanada gründet und dann in Deutschland investiert, ob das ausreicht und so weiter. Aber grundsätzlich kanadisches Unternehmen als Anwendungs. Entschuldigung, direkt dazu. Über NAFTA könnten die Amerikaner auch mit CETA Zugriff haben in solchen Fällen? Ja, das ist sozusagen, das wird, ich habe da so nur einen Artikel gelesen zu in einem amerikanischen Law Journal. Ich bin kein NAFTA-Experte, darum will ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber natürlich ist es auch möglich, dass auch wenn jetzt TTIP gar nicht verabschiedet werden würde, dann im Rahmen von NAFTA es im Einzelfall möglich ist, dass amerikanische Unternehmen über den Umweg von Kanada eventuell auch Klagemöglichkeiten haben im Rahmen von CETA. Aber das will ich nicht konkreter sagen, weil ich es nicht konkreter weiß. Eine Frage, Herr Horst, zu Ihrer These Nummer 1 von der Autonomie des Unionsrechts, die vom EuGH betont wird. Man könnte da ja auch auf den Gedanken kommen, also der EuGH betont das quasi aus seiner eigenen Funktion heraus. Er muss der oberste Herr der Interpretation der
des EU-Rechts bleiben. Mhm. Aber man könnte das doch vielleicht auch noch anders denken, sozusagen die Bedenklichkeit dieser Sache, dass da Entscheidungen über die Anwendung von EU-Recht, denn wenn CETA ratifiziert ist von der EU, ist auch CETA EU-Recht. Also dass Entscheidungen über die Anwendung von EU-Recht ausgelagert werden aus der EU-Organisation an eine Instanz außerhalb ihrer selbst. Das wäre natürlich noch krasser, wenn nicht ein Schiedsgericht eingesetzt würde, sondern vielleicht ein anderer Staat, dessen Gerichte denn darüber befinden sollten. Oder eine internationale Organisation, etwa die Weltbank oder so etwas. Aber jedenfalls ist es außerhalb und außerdem ist es noch privatisiert. Also es findet eine Auslagerung der Rechtsprechungskompetenz statt, die ja die EU nach den Verträgen übertragen bekommen hat für die Auslegung ihres eigenen Rechts. Und meine Frage ist, behandelt Ihr Gutachten eigentlich auch die Frage unter diesem Gesichtspunkt, darf die EU eigentlich eine ihr von den Mitgliedstaaten durch die Verträge überlassene Kompetenz einfach weiter übertragen, ohne sie selbst in Anspruch zu nehmen? Das ist doch eigentlich ein Problem. Und nicht nur der Autonomie des Rechts und des EuGH, das betrifft die EU ja insgesamt. Darf die EU das, was ihr verliehen worden ist, von den Mitgliedstaaten sozusagen in fremde Hände geben? Teilweise die Rechtsprechungskompetenz. Das ist doch ein Problem. Nimmt ihr Gutachten dazu Stellung? Ja, also sozusagen in Bezug auf zwei Punkte, glaube ich, zeigen. Einmal sozusagen, erstens, es ist eine Kompetenzübertragung, hoheitliche Aufgaben, braucht deshalb auch eine Norm, sozusagen, die das vorsieht. Und das ist in unterschiedlichen Bereichen, also für den Bereich des Artikels 207 wird man noch sagen können, dass die Schaffung von Schiedsgerichten wahrscheinlich damit auch gemeint war, als diese Regelung geschaffen wurde und deshalb damit umfasst ist. Im Bereich der Finanzdienstleistungen, für die Schiedsgerichte ja auch geschaffen werden, ist das völlig offen, weil nämlich die Union, die Europäische Union, nach innen ja nicht die Kompetenz hat, sich beliebig ihrer Rechtsprechungstätigkeit zu entheben, sondern es gibt klar radizierte, sozusagen, auch die Mitgliedstaaten sind ja Teil sozusagen der europäischen Gerichtsbarkeit, insofern sie Unionsrecht anwenden und vollziehen. Und das ist ja klar festgelegt in den Verträgen. Das kann nicht einfach so aufgehoben werden, das würde ich Ihnen auch sagen. Und sozusagen, das ist die kompetenzielle Frage. Und die andere Frage ist dann sozusagen, was sind die sagen wir, materiell-rechtlichen Maßstäbe für diese Kompetenzübertragung? Und dazu nehmen wir nicht allgemein Stellung, sondern eher dazu, was ist denn mit Rechten Dritter, nicht am Verfahren Beteiligter? Und sozusagen, da ist unsere These, was zumindest nicht der Fall sein darf, durch diese Kompetenzübertragung, dass Dritte, nicht am Verfahren Beteiligte, rechtlos gestellt werden. Durch diese Verfahren, die sie dann unmittelbar treffen können, aber an denen sie nicht beteiligt sind. Aber sozusagen, wir haben kein sozusagen allgemeines Kriterium, sozusagen, wann ist sozusagen der Kernbestand der europäischen Rechtsprechung verletzt durch Übertragung. Dazu nehmen wir keine Stellung. Das wäre vielleicht ein wichtiger Punkt. Das klingt alles sehr juristisch. Mir fällt jetzt ein praktisches Beispiel ein. Wir haben ja diese große Fracking-Klage oder ein kanadisches Unternehmen geklagt gegen den Staat Quebec, gegen ein Moratorium, das von der Bevölkerung erwirkt worden ist, eben erstmal das Fracking auf Eis zu legen. Und jetzt kommt dieses Privatunternehmen, Nonpine ist es, glaube ich, und klagt dagegen. Sagt, wir haben hier Vorinvestitionen getätigt, wir wollen jetzt aber hier fracken. Das würde bedeuten, dass in einem ISDS-Verfahren diese Bürgerschaft, die Nachbarn, als sogenannte Dritte, ohne Rechte wären, sich bei dem Verfahren zu beteiligen, zum Beispiel als Nebenkläger oder Beigeordnete, sondern nur in Form von spezifischen Rechtsgutachten. Ist das so richtig, dieser Amicus-Brief? Genau, sozusagen. Sie hätten keine eigene Rechtsposition in diesem Verfahren und damit würde ihr grundgesetzlich oder europarechtlich
gesichertes Recht auf rechtliches Gehör verletzt werden, damit auch im Menschenrecht. Genau, also das ist sozusagen die Krux mit der besonderen Form des Investitionsschutzrechts, die sie auch sozusagen vom reinen Commercial Arbitration unterscheidet. Mhm. Dass halt, auch wenn es teilweise bestritten wird, Dritte durchaus unmittelbar betroffen sein können von einem Staat-Investorschiedsverfahren, das strukturell sozusagen nicht dafür vorgesehen ist, dass rechte Dritte überhaupt betroffen sein können und deshalb diese auch nicht zur Kenntnis nimmt. Und ist auch sozusagen selbst, wenn man jetzt sagen will, das Investitionsschiedsgericht soll nun diese rechte Dritte überprüfen, müsste man sich dann natürlich auch die Frage stellen, warum denn dann Investitionsschiedsgericht? Weil sozusagen, es gibt doch sozusagen in der kanadischen, als auch in der europäischen, als auch in der deutschen Gerichtsbarkeit sehr viel mehr Erfahrung, zum Beispiel multipolaren Grundrechtskollisionen, also Kollisionen sozusagen Handlungen Dritter, Grundrechte weiterer Personen beeinträchtigen. Warum nutzt man dann nicht diese Kompetenz und warum schließt man dann in Verfahren, die darunter betroffen sein können, diese dann nicht von dem Anwendungsbereich von Investitionsschutzklagen aus? Das wäre aber, das ist keine rechtliche Würdigung eigentlich, sondern. Ja, wenn jetzt noch weitere Fragen sind, doch, da sehe ich noch einen. Der Ratifizierungsprozess wird ja noch eine ganze Weile dauern, Monate. Ne? Mhm. Also wahrscheinlich schätzen Sie auch ein, dass es nicht vor Ende nächsten Jahres zu Ende geht. Ich habe jetzt gehört, also sozusagen alles unter Vorbehalt, ist sozusagen keine juristische, sondern sozusagen so eine Meinung von vielen. Was ich gehört habe, ist, dass sich, weil es feststeht, oder weil auch die Bundesregierung sich offensichtlich zu eigen gemacht hat, den Standpunkt, dass es sich um ein gemischtes Abkommen in Bezug auf CETA handelt, dass den Ratifikationsprozess natürlich sehr stark verzögern wird. Und ich habe irgendwas gelesen von 2016, 2017, was, aber sozusagen, darauf können Sie sich jetzt nicht verlassen. Also das ist, aber was natürlich möglich wäre, sozusagen wäre gegebenenfalls eine vorläufige Anwendung dieses Abkommens, was relativ üblich ist, ich kenne das nur beim Abkommen mit Peru, glaube ich, dass dies dann auch vorläufig für anwendbar erklärt wird und dann nach und nach den Ratifikationsprozess möglich werden kann. Es geht mir jetzt auch weniger um den Zeitpunkt, um den genauen, also wir haben im Grunde genommen, das dauert noch länger. Ich frage das vor dem Hintergrund, dass der deutsche Bundeswirtschaftsminister ja angekündigt hat, er wolle was nachverhandeln. Mhm. Ich wüsste gerne, wie Sie die Chancen einschätzen, dass da etwas insbesondere zu ISDS, zu den Schiedsstellen, nachzuverhandeln ist. Also da tue ich mich schwer mit einer politischen Prognose. Also was ich gehört habe und was so kommuniziert wird, dass in Bezug auf TTIP sehr stark darüber nachgedacht wird, diese ISDS-Klauseln zu streichen. Zum CETA höre ich auf der einen Seite, dass es zu spät sei, das müsste man jetzt machen, auf der anderen Seite, dass man das nachverhandeln kann, aber da weiß ich ehrlich gesagt sozusagen nicht konkret Bescheid, ob da irgendwelche Informationen, die nicht öffentlich zugänglich sind. Gibt es denn von der neuen Kommission eine Stellungnahme zu CETA schon? Es gab unterschiedliche Stellungnahmen. Der FAZ, in Jungen, glaube ich, vor ein paar Tagen, dass die ISDS-Klauseln des CETA doch drin bleiben sollen. Es gab vorher mal eine Äußerung von ihm im Parlament, glaube ich, wo es so klang, dass er die Bedenken gegen Staatsinvestitionsverfahren sehr ernst nehme und man gucken müsse, ob sie drin bleiben oder so, wo ich erst dachte, okay, die sind jetzt vielleicht schon ganz draußen. Aber das kann ich, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Äußerungen, wo ich mich nicht trauen würde, sozusagen ein Fazit zu ziehen. Ja, vielleicht noch die letzte Worte. Darf ich ergänzende Information geben? Vielleicht haben Sie die auch herausgefunden, haben Sie jetzt nur nicht parat gehabt.
der neue Kommissionspräsident Juncker hat ja nach Pressemeldungen die Zuständigkeit für die Frage, ob die Investitionsschutzklauseln in CETA drin bleiben sollen, dem will ja diese Zuständigkeit dafür nicht der zuständigen Direktion für Handelsrecht überlassen, sondern hat sie herausgelöst aus dem Ganzen, um sie zu übertragen seinen Vize, dem Niederländer Timmermans, also dem Vizepräsidenten der Kommission, was offenbar ja darauf hindeutet, dass Juncker zumindest diese Sache als besonders kitzlig ansieht. Das wird man wohl sagen können. Und vielleicht muss man auch noch sagen, jetzt allein zum äußeren Ablauf, es muss ja die Kommission, und das wird dann ja die neue Kommission sein, dem Rat den Text als ihr Verhandlungsergebnis mit Kanada vorlegen. Das kann sie erst, wenn dieser Text in sämtlichen Amtssprachen vorliegt. Das heißt, weil sonst der Rat überhaupt nicht darüber beschließen kann. Das heißt, das dauert noch ein bisschen. Es ist also noch Zeit für politischen Druck, auch auf die Kommission, ob Kanada sich darauf einlassen wird, auf ein Nachverhandeln, das weiß man nicht. Aber so ist es, das sind sozusagen die äußeren Bedingungen jetzt des jetzigen Verhandlungsprozesses. Und diesen öffentlichen Druck will ATTAC natürlich ausfüllen, und das ist der Sinn und Zweck dieses Gutachtens, politische Entscheidungsträger vielleicht anzuregen, mal nachzudenken, welche Möglichkeiten es sonst noch gibt. Das gehört dazu.